getan hat. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Erna. Ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Yo Leute, und was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Until Dawn. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, wie schon in der Titelbeschreibung schon wie schon steht. Mir wurde das empfohlen, das Spiel von einem Kumpel, besser von meinem Moderator Zero. Ich habe jetzt gerade nicht ganz am Anfang bei der Einstellung und so weiter angefangen aufzunehmen, sondern direkt, wo es angefangen hat. Stört euch wahrscheinlich gar nicht, hoffe ich mal. Ja, das ist ein Horror-Game. Ja, leider sieht man oben rechts nicht meine Cam, weil ich ja nur eine PlayStation-Kamera habe und noch keine Elgato, was ich natürlich irgendwann mal hoffentlich mir eine zulegen werde. Ja, wir spielen gerade die hier. Das ist ein handlungsbasiertes Spiel, also alle Handlungen, was wir tun, was wir machen, das geht auf die Story aus, also das verändert die Story, so sagt man das. Ja, okay, gut. Wir sind jetzt gerade im Haus. Ihr habt es gerade gesehen und wir spielen gerade die Frau hier, dieses junge Mädchen. Wir sind gerade in der Küche und da schlafen, glaube ich, zwei. Na gut, dann beginnen wir mal. Ich hoffe mal, die Folge wird ungefähr 30 Minuten dauern, nicht länger und nicht weniger, weil es ja echt viel Intros und so weiter ganz am Anfang sind und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Weil ich bin direkt da gestartet, ne? Kann ich da raus? Ja, ich kann. Die ist versperrt. Machen wir nochmal. Die ist immer noch versperrt. Und redet mal vielleicht. Ne, war ein Scherz, Leute. Vielleicht hat es ja beim dritten Mal geklappt, ne? Kann ja sein. Gibt es vielleicht irgendwas, ein Messer oder sowas? Weil es ein Horrorspiel. Also ich habe noch nie so ein Horrorspiel gespielt. Richtig geil. Okay, Tutorial. Benutze rechten Sticks zum Umsehen. Wow. Wow. Ich dachte, das ist so Ego-Perspektive, aber das ist so Third-Perspektive. Perspektive. Was habe ich denn hier? Ein Zettel? Eine Karte vielleicht? Eine Notiz. R2 gedrückt halten. Dann mache ich das mal. You look so damn hot. In that shirt. But I need you are even hotter out of it. Come to the guest. Guest, was steht da rechts? Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Ich will mal mit der Ego-Perspektive spielen. Das macht sowas und keinen Bock, ey. Okay, Gästezimmer. Oh, wer steht das? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Was macht die denn da? Muss ich das eigentlich zensieren? Sieht das Shirt aus? Was? Oh mein Gott!
wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Ihr seid echt behindert, Alter. Hannah. Ihr könnt jetzt auch ein bisschen warten, bis sie das Shirt ausgezogen hat und dann, Alter. Was stimmt mit dir nicht? Zum Auswählen. Vorschwecken, andere suchen. Josh! Fuck! Lappen, Alter. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. So schnell aus dem aus der Marke noch. Auf einmal die Jagd. Verdammt, Hannah, wo steckst du? Wollt die anderen nicht warnen? Ja. Holy shit, ey. Was L1 gedrückt hat, um schneller zu gehen. Hallo? Hallo? Will die es nicht aufnehmen oder was? Todestoten. Hannah! Ich brauche eine Ego-Perspektive, Alter. Das geht halt gar nicht mehr. Alter, was geht denn da? Ein Schaball? Shit! Nein! Geh weg!
Oh Gott, Alter. Das ist echt laut, so ich glaub's. Ich weiß gar nicht, ob ihr das laut ist, aber ich bin. Warte, hier, das kann ich runter und das kann ich auch hoch. Hände fallen lassen, loslassen. Ich lass lieber los, ey. Was passiert, wenn ich mit dem da klar bleib? Oh shit. Das war eine schlechte Entscheidung, glaube ich. Was passiert überhaupt, wenn ich da geblieben wäre bei dem? Psychoanalytiker. Dr. A.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge. Du bist mir ein bisschen zu laut, ja? Red mal leiser hier, bitte. So. Von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Okay. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Wieder lacht, Alter. Ich mag den jetzt schon nicht. Was sehe ich denn hier? Dieses Bild in dir ausgelöst. Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Er ist schon bei diesem Bild glücklich. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Du, Dr. Hill, Alter, ich weiß nicht, die Vogelscheuche. Ist ja mal die Vogelscheuche, oder? Verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Ja, wieso nicht, wenn die PlayStation dabei ist? Na klaro! Und Internet natürlich. Ha. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Okay. Hat sich gerade einen Hunger oder was? Was ist los mit dem, ey? Ich pack den jetzt schon nicht, echt. Vor dem Übernatürlichen. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Bitte denk immer dran. Es ist nur ein Spiel. Wenn er lächelt, sieht er schon gruselig aus, ey. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Okay? Danke, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Es verschwindet aus meinen Augen. Aus meinem Augenlicht. Die Sitzung ist zu Ende. Ich stehe nicht auf. Der steht aber auf. Was ist da los, hä?
Okay, das war jetzt das kleine Intro. Okay Leute, da bin ich wieder. Wahrscheinlich habe ich jetzt vorgespult, weil es ein echt langes Intro war. Oder echt lange Pause. Und ich möchte eigentlich so gut wie es geht, euch Spiel, Gameplays und so weiter zeigen und nicht so Lieder und Vorführungen und so weiter. Also die Sequenzen ganz am Anfang. Braucht ihr nicht, möchte ich nicht. Also geht hier weiter geht's. Und der Typ war gerade wieder da. Was war denn jetzt los? Sam ist gewissenhaft. Hannas beste Freundin. Umsichtig und abenteuerlustig. Abenteuerlustig, ja, ja. Hallo? Das sehen wir gleich. Ist jemand hier? Hello. Ja. Okay, gut. Als ob ich die Kamera, gell? Ich bewege ihr scheiß Kopf, ey. Hin und her. Ich will eine Ego-Perspektive haben. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schwere Objekte können untersucht werden. Ich habe sie nicht genau gelesen. Okay, ein zweites Mal klappt auch nicht. Dann versuchen wir halt was anderes. Vielleicht können wir da hochklettern, oder nicht? Oder nicht? Ach, bin ich schlau, ey. Schnell oder sicher? Ich glaube, wir haben jetzt Zeit. Da können wir lieber sicher machen. Nicht, dass die auch noch auf die Schnauze fällt. Klettern, springen. Die fällt gleich hin, hundertprozentig, ey. Nee, durch meine Teamarbeit klappt das schon. Ey, der ist wieder da, der Typ. Auf den habe ich keinen Bock. Echt cute, ey. Was macht die überhaupt hier, ey? Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du dein aktuelles Ziel, was? Ach so, geh zur Seilbahnstation. Was will die denn überhaupt hier, ey? Vor allem alleine. Okay, ne Völker und Schmetterling. Ach, kein Bock zu lesen. Und zurück. Sie wieder das Ding. Dieser rote Fall.
Ursprungszustand. Das ist ein anderer. Was haben wir denn bis jetzt? Totenprophezeiungen und Totenprophezeiungen. Ne, hier war der Tod und Führung. Warte mal kurz. Was wird da gezeigt? Da kommt ein Vogel und fliegt wieder weg. Das klingt interessant. Ne, da drauf möchte ich jetzt so wieder nicht. Warte, geht's. Ja, ich geh doch dahin, ey. Hallo? Ne, ich will noch. Falsch gedrückt. Falsche Taste, sorry. Bist du hier? Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Ein Handylein. Aha. Sieh an, wer da ist. Oh, das, oh Gott, Alter. Chris. Wer bist du denn, ey? Wie alt ist der denn? Methodisch, Chris. Ist verknallt in Ashley, beschützerisch und humorvoll. Also wird er uns jetzt schützen, oder was? Oh, was? I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Tada! Ziemlich krass, oder? Krass, Alter, ey. Komm schon, total. Das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Ich will aber auch schießen. Darf ich zielen? Also ziehe ich den Stick, drücke R2 zum Schießen. Wo muss ich überhaupt hinschießen, Alter? Oh. Ist ja echt nice, du, ey. Die packert den vor. Was macht der denn da, Alter? Ich bin mal so dreist und behaupte, wieso tanzt er so? Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ja, schieß es ab, schieß. Holy shit, das wollte ich sowieso machen. Was tust du denn? Warum machst du sowas? Chris, das ist sowas von krank. Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade. Ach, komm schon. Das sind doch nur Ratten mit buschigem Schwanz. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Oh, oh mein Gott, was ist das? Mach es weg! Shit, Mann, bist du okay? Dieser Berg macht mir jetzt schon total Angst. Hey, hey da! Unsere Seilbahn kommt. Nichts wie rein. Wieso laufe ich jetzt auf einmal der ja? Ich will auch wechseln. Na gut, dann halt nicht.
Hinweis entdeckt. Fundort untere Seilbahnstation. Okay, ein zerfetzter Schiff für einen Flüchtling. In den Bergen von 1998. Jemand wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Gesucht. Victor, männlich, 1,98. geboren. Ne, zuletzt gesehen. Aber lesen, ne, wahrscheinlich. Ich lege es nicht alles vor. Wenn ihr das wollt, dann Pech, ne? Okay, gesucht in Verbindung mit Position. Juli 98. Krass. Wirklich krass, Alter. Komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Okay Leute, bevor ich ins Haus gehen, will ich mal hier den Folge beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben oder mal das Video liken. Aber Kommentare wären mir lieber, damit ich sehe, wer das alles geschaut hat und ob es euch gefallen hat, ob ihr das weitersehen möchtet oder was richtig gut ist. Was richtig interessant wäre, ob ich das live streamen soll oder nur Videos draus machen soll. Das könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Ja, das war in letzter Zeit mein erstes Video, was ich rausbringe oder was ich rausgebracht habe. Ich habe ja zurzeit nur Livestreams rausgebracht, was richtig Bock gemacht hat mit euch. Mit der richtig geilen Community. Die ist noch ziemlich klein, aber noch GTA und Black Ops gezockt. Macht einfach weiter so, ne? Ich mache auch weiter so, wie ich es gerade gemacht habe. Und ja, vielleicht sieht man sich dann. Dann bedanke ich mich und wünsche euch. Ciao.